Jetzt hatte man bei dir teilweise auch das Gefühl, du hast Unterhaltung gemacht, dann warst du als Profi-Golflehrer unterwegs und jetzt auf einmal bist du wieder als Moderator unterwegs. Ist das eine Art von Plan von dir, dass du gefühlte Auszeiten auch vom Fernsehen nimmst? Naja, das kann man so nicht sagen. Also teilweise, also ich weiß heute mehr, was ich machen möchte und was ich nicht machen will. Also ich lehne auch gewisse Dinge ab, weil ich sie einfach nicht machen möchte. Damals war es auch so, dass ich auch mal eine Zeit lang keine Angebote mehr bekommen habe, wo ich was machen konnte. Und das bedeutet, dass ich immer auch sehr viel redaktionell gemacht habe, also wo man mich gar nicht vor der Kamera gesehen hat, sondern eher hinter der Kamera. Das mache ich auch nach wie vor, weil es mir auch Spaß macht. Und somit war dieses Mediale schon immer das, was ich immer machen wollte. Die Ausbildung zum Golfprofessional, das habe ich immer meiner Mutter mal versprochen, dass ich irgendwann nochmal einen richtigen Abschluss habe, sozusagen. Und das musste ich dann natürlich auch einhalten. Habe ja auch dann länger als Trainer gearbeitet. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich immer sagen, dass ich was in diesem medialen Bereich, sei es hinter der Kamera oder vor der Kamera, das wäre egal, machen möchte, weil das mich einfach beruflich erfüllt. Das heißt also, wir werden dich auch in Zukunft auf Basketballplätzen, in Hallen, beim Eishockey und beim FC Bayern TV sehen. Ich glaube, davon ist auszugehen, dass man mich in der Zukunft auch beim Eishockey, Basketball und Fußball sehen wird. Vor allen Dingen auch, weil ich ja auch viel Eishockey als Leiter der Sendung mache und dann manchmal so vom Ü-Wagen runterkomme und mich Leute doof angucken, die mich eigentlich nur kennen, dass ich irgendwie was vor der Kamera mache. Von daher, ja, also wenn man möchte, dass ich das weitermache, ich möchte auf jeden Fall.